Wie geht's? Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Ja, witzig. Was denn? Der Nebel da draußen, der ist seltsam. Ja, es ist heute Nacht echt dicht. So dicht, dass wir hier nicht wegkommen. Ja, das kenne ich. Sie hängen auch hier fest? Dass wir hier so einfach reinplatzen. Oh, unser Bus hatte etwas die Straße runter, einen kleinen Unfall. Wir sind noch etwas durcheinander. Wir sind ziemlich durcheinander. Sieht so aus. Ich bin Vince. Ich brauche einen Spiegel. Möglichst einen ohne 20-jährige Schmutzschicht. Ich glaube, du brauchst einen Drink. Danke, lieber nicht. Ich brauche einen klaren Kopf. Falls du doch Durst kriegst. Nicht für mich. Auf Versuch hier? Little Hope ist nicht mehr, was es mal war. Was ist hier los? Der Ort sieht total verlassen aus. Little Hope wirkt fast wie eine Geisterstadt. Und der Nebel? Alles ändert sich. Auch wenn wir uns nicht ändern. Gibt's hier ein Telefon? Wir würden gern mal telefonieren. Die Leitung ist schon seit Jahren tot. Vielleicht gibt's in der Stadt noch eins. Was hat er für ein Problem? Er ist irgendwie seltsam. Der macht nichts, hat bloß zu viel Intus. Sehen wir uns um. Na, irgendwas gibt's hier bestimmt, das uns hilft. Schaut, was ihr findet. Lebt in seiner eigenen Welt. Eine alte Dartscheibe. Ich war früher mal ziemlich gut. Bleib. Spiel ruhig, schon gut. Ich sehe mich so lange mal um. Du reißt dich wohl nie von dir los. Na und? Wenigstens such ich einen Ausweg. Was machst Nur du? Nur eine Runde? Dann überlegen wir, wie wir hier wegkommen. Versuch ein Doppel, oder? Bin kein Anfänger, Daniel. Hallo, Double 20. Okay, etwas hast du ja drauf. Ich kann's noch. Jetzt Triple 20. Hey, fast schon olympiareif nach so einem Abend. Darts ist kein olympischer Sport. Das war ein echt guter Wurf. Du warst besser als Taylor. Also gut, kommen wir wieder zur Sache. Mist! Da war mal was, ich erinnere mich. Fabrikschließung und so.
Das glaube ich nicht. Die sehen uns so ähnlich. Hey, hier lang. Verschwinden wir und... Hört ihr das? Da war definitiv etwas. Haben Sie das auch gehört? Los. Was immer es war, kam von draußen. Ist es wirklich klug, wieder rauszugehen? Hier erfahren wir nichts. Wir müssen weiter. Viel Glück. Hoffe, die Suche führt zum Ziel. Es kommt aus der Stadt. Hat uns der Alte eben ausgesperrt? Der war vielleicht seltsam. Der hatte sicher ein Rad ab. Was bringt einen dazu, in Gruselhausen aufzutanken? Was meinst du? Nach Little Hope zu gehen, ist die einzige Option. Da bin ich mir nicht so sicher. Wo sollen wir sonst hin? Ich glaube, hier sind wir richtig. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Wir kriegen das hin. Wie dieser Nebel auftaucht, das ist nicht normal. Was zur Hölle soll das sein? Das wurde doch extra gemacht. Eine Warnung vielleicht. Oder vielleicht ist das was Religiöses. Was es auch ist, es macht mir echt Angst. Ich weiß nicht. Ich bin neugierig. Ich hab genug gehört, danke. Bist du abergläubisch? Ich habe nie an sowas geglaubt. Das trifft auf dich wohl nicht zu. Viele Leute glauben immer noch an solches Zeug. Ich dachte, du tust das ab heute auch. Nur weil andere Leute alles Mögliche glauben, heißt das nicht, dass ich das tue. Finde ich gar nicht. Aber kann man wohl nichts machen. Gehen wir zu den anderen. Ich will dieses ekelhafte Ding nicht mehr sehen.
Bleibt ihr bitte nicht so weit zurück. Hey, kommst du mal her? Was ist? Da war gerade jemand im Wald. Ich kann niemanden sehen. Ich habe jemanden gesehen. Ganz sicher. Sorry, ich glaub's nicht. Niemand würde um diese unchristliche Zeit noch draußen sein. Okay. Wir sollten wirklich zur Gruppe zurück. Ihr beide, wir müssen zusammenbleiben. Was zur Hölle? Was war das? Himmel, was ist das? Okay, das reicht. Wir haben Angst. Wer ist da? Wer immer du bist, das ist nicht lustig. John, wo bist du? Daniel? Taylor? Komm schon, John, wo bist du? Das ist nicht lustig. Wartet auf uns! Was war das? Hey, schau dir das an. Himmel, was ist das? Weiß ich nicht. Mein Herr. Ich bin Andrew. Andrew? Und Ihr Name, Gnällfrau? Wer bist du? Wieso hast du sowas an? Mein Name ist Mary. Ich habe sie selbst gebastelt. Sie sieht genauso aus wie die neben euch. Werdet ihr so gut und spielt mit mir? Spielt mit! Komm, spielt mit mir! Welch Teufelei ist dies nun, Mary?
Ich habe nichts getan. Halt den Mund. Ich weiß, was du wirklich bist, Mary. Reverend Carvers Wohlwollen wird verfliegen, wenn er von deinem Bündnis mit dem Teufel erfährt. Amy, komm hierher. Da ist noch jemand. Beim Feuer. Was? Ich sehe kein Feuer. Ich habe sie auch gesehen. Geht es euch gut? Wieso hast du das nicht gesehen? Durch diese dicke Nebelsuppe konnte ich absolut nichts sehen. Mach schon. Sag ihnen, was da war. Ein Mädchen ist aus dem Nebel aufgetaucht und sofort wieder verschwunden. Wie bitte? Vielleicht hat der Nebel euch einfach verwirrt. Das sind die Nerven. Die Nerven, ja? Ein kleines Mädchen hat hier getanzt, ganz im Ernst. Sie redete furchtbar seltsam. War sie überhaupt von hier? Ich weiß nicht, ich konnte sie auch nicht einordnen. Wo sind wir da nur reingeraten? Das Kind, Mary. Wollte sie euch wehtun? Sie könnte auch böse sein, schätze ich. Du bist ganz heiß. Hat dir das Mädchen was getan? Wir sollten alle auf Andrew achten. Mir geht's gut. Der Schmerz lässt nach. Und jetzt? Scheint, als hätten wir nur die Straße in die Stadt. Machst du Witze? Weißt du was Besseres? Eben. Na, das wurde ja recht schnell dramatisch. Alles, was man tut oder nicht tut, holt einen irgendwann im Leben wieder ein. Glauben Sie nicht? Gucken Sie nicht so. Ich helfe nicht. Vergessen? Mitunter schätzen wir uns glücklich, wenn wir aus Albträumen erwachen. So mag es uns auch im Moment des Todes gehen. Auf meinen langjährigen Reisen habe ich so manchen Glauben und Aberglauben gesehen. Und gewöhnlich steckt ein Körnchen Wahrheit in ihnen. Diese Unglücklichen stoßen hier auf scheinbar unerklärliche Dinge. Ich meine, düsteres Rascheln im Walde, Geister der Vergangenheit, ein Mädchen, das in Gefahr ist. Oder ist sie etwa die Gefahr? Einerlei, wo waren wir? Angela bekommt nicht viel Klatsch und Tratsch aus Taylor heraus. Keine Enthüllungen. Was ist mit John? Ist er eine Autoritätsperson? Oder vielleicht steht er auch für etwas anderes? Und dann ist da Andrew. Er wirkt auf mich etwas verwirrt. Eine Gehirnerschütterung vielleicht? Seien Sie sich gewiss, manche Ihrer Entscheidungen werden Sie später noch wertschätzen. Und manche werden Sie vielleicht bereuen. Der Kerl in der Bar. Er war nicht sehr hilfreich, ganz schön unhöflich, wenn Sie mich fragen. Er war so verstörend verstört. Genug. Irgendetwas stimmt nicht mit Little Hope. Und Seelen sind in Gefahr. Machen Sie weiter. Durchdringen Sie den Nebel. Finden Sie den Busfahrer.
Dieses kleine Mädchen klang so fremdartig. Ich konnte sie kaum verstehen. Sie klang echt so, als sei sie nicht aus der Gegend. Klang eher so, als käme sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Du hast recht. Du das? Was war das? Ist sicher nur ein nachtaktives Tierchen. Kein Grund zur Sorge. Hoffe, du hast recht. Siehst du das? Fuck. Irgendein großes Tier. Hoffentlich, weil sonst gute Nacht. Vielleicht sieht man von da oben mehr. Wo zur Hölle ist der Busfahrer? Wie sollen wir in diesem Nebel den Fahrer finden? Könnte das erklären, was wir gesehen haben?